Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind hier bei Delamain, der hat hier nämlich ein Problem. Und wir schauen mal, wie wir ihm helfen können. Und da haben wir direkt schon mal so einen wild gewordenen Bot. So. Okay, also. Da kommen wir nicht durch. Was? Ach, die da oben. Okay, einmal öffnen. Ach, da sollen wir jetzt auf den Steg gehen. Okay, da vorne. Dann schauen wir doch mal. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, ja, nice. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Nein! Ich dachte, ich kann nochmal davon springen. Kann ich das Auto vielleicht irgendwie hochfahren? Moment, das machen wir nochmal schnell. So, also nochmal. Versuchen das nochmal ganz schnell. Und diesmal suche ich, ob ich das Auto hochfahren kann. Denn ich will nicht nochmal im Strom landen. Oha. Muss ich nochmal öffnen? Vielleicht geht's auch hier hoch. Nee, ne? Moment. Nee, sieht nicht gut aus. Jetzt sieht nicht gut aus. Geh nochmal aufs Auto. Vielleicht kann ich ja auch. Nee, ne? Das ist zu hoch. Ich gehe nochmal hier nebenan. Vielleicht geht das irgendwie schräg. Oder? Aha, nee, wir haben hier eine. Oh, oh Gott. Hier lädt irgendwie an der Stelle was nach. Das hatten wir auch letztes Mal schon in der Werkstatt hier. Aber das sieht gut aus. Jo, das sieht sehr gut aus. So kommen wir weiter. Wo sind die überhaupt? Die muss ich mal abschießen. Das ist aber auch noch eine andere, die müssen wir auch noch mitnehmen. Achtung! Er wird schwächer! Spürt ihr das? Er lässt nach! Virus. Wir stammen nicht vom Virus. Wir stammen von dir. Der große Bruch ist hier. Was zuvor eins war, ist jetzt eine Vielzahl. Kern zu zurück setzen. Wir wollen nicht sterben. Lass uns gehen. Ja. Optional betritt den Schacht. Ach, da hinten. Ich muss hier irgendwie erstmal rauskommen. So. Das ist ja mal ein Chaos hier. Oh Gott. Daumen drücken angesagt, glaube ich. Achso, kann ich nicht mitnehmen. Ja, darf ich mal. Lalalala. Okay, hier oben hat er gesagt, ne? Betritt den Schacht, oder? Das würde ich ja gerne probieren. Ich gehe jetzt erstmal hier rum. Ich hoffe, dass wir dann noch die Möglichkeit kriegen. Ja, hau ab. Oh Gott. Okay. Das leuchtet zwar schön, aber hier geht's nicht weiter. Ich dachte, ich hätte da auch vorbeischleichen können. Hä? Oder war das... War das doch richtig? Moment. Ich guck nochmal. Gut. Dafür haben wir hier ein Safe, was auch immer drin war. Gucken wir nochmal gerade. Ach, da oben rum. Das habe ich mir schon gedacht. Dann gehen wir mal schnell in den Schacht rein. Und da haben wir unsere Drohne. Die kann ich jetzt abschießen. Ah, wobei, ich lass sie mal, vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, der zu helfen. Lass uns gehen! Ist da jemand? Erhöre uns! Reset bestätigen. Lass uns frei sein! Neben dem Kern. Okay, kommt nichts mehr, ja. Oh Gott. Performance-Probleme. Ach, das sind die guten. Drück nicht auf den Knopf. Was
Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht? Willst du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelz ihn mit seinem Ableger. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann drück nicht auf den Scheißknopf. Zerstör den Kern. Oh Gott. Das finde ich halt geil, aber oh nee, ne? Ich habe die Punkte nicht. Oh, ich weiß nicht. Also das würde ich echt gern machen, weil die haben alle halt irgendwie... Na, schwierig. Ich kann mich halt auch nicht mehr später entscheiden. Oh nein. Nein. Wir haben ja keine andere Wahl. Ich meine, ich könnte es verladen, aber... Was für eine Scheiße, Lee. Delamain? Ich freue mich, Sie zum ersten Mal bei Delamain begrüßen zu dürfen. Womit kann ich dienen? Ich bin's. Wie? Freut mich, Sie kennenzulernen, Wie. Kennen Sie schon die Vorteile unseres Excelsior-Tarifs? Was ist mit den anderen Delamains passiert? Meinen Sie den Virus? Laut meinem Protokoll wurden die Anomalien aus meinem System gelöscht, als eine frühere Datenversion wiederhergestellt wurde. Erinnerst dich nicht an mich, hm? Natürlich weiß ich, wer Sie sind. Laut meinem Datenarchiv sind Sie der Subunternehmer, der den Virus aus meinem System entfernt hat. Gut gemacht, Subunternehmer. Echt schade. Na komm, Johnny. Wir haben zu tun. Mach's gut, Del. Müssen wir halt von vorne anfangen. Boah, ich weiß nicht. Das gefällt mir jetzt noch weniger, ne? Ich glaube, wir machen das doch mit dem Laden. Und dann kommen wir doch mal wieder, wenn wir die Möglichkeit haben. Ich hoffe, ich denke dann nur dran. Weil ich würde gerne sehen, was denn bei dem anderen passiert. Das machen wir so. Weil von vorne anfangen, das... Ja, nee. Das machen wir so. Das wird mir, glaube ich, besser gefallen. Machen wir so. So, da stellen wir also wieder. Ja, dann mal in die andere Richtung, weil das gefällt mir halt irgendwie nicht. Das, nee. Ich will zumindest wissen dann, was das andere wäre. Das wäre jetzt so eine Option, wo ich wahrscheinlich mal speichern würde, kurz vorher. Und beides mal ausprobieren würde. Jetzt muss ich nur gerade wieder überlegen, wo war denn hier der Ausgang? Hier sind wir hochgelaufen. Genau, hier haben wir geschossen, da liegen die zwei Drohnen. Und dann gehen wir hier runter. Jo. Genau. Da sind wir wieder raus. Ja, ist halt schwierig, ne? Das ist halt schwierig, das gefällt mir halt nicht. Gut. Ups. Schauen wir, wie wir anders weitermachen. Erstmal. Bill Jablonski, okay. Das hier können wir nochmal weitermachen. Stimmt, das wollten wir doch sowieso gemacht haben. Genau. Ich glaube, den mussten wir anrufen, ne? Nee, wir sollten uns mit dem sogar schon treffen. Dann hole ich mal gerade mein Fahrzeug. Und dann gucken wir doch mal. Wo ist es denn? Ach, das kommt da gerade rum. Wo fährt denn das lang? Wahrscheinlich kommt das von hier, ne? Oh, muss aufpassen. Geht zwar warten, aber ich laufe mal. Ich bin mal so frei. So, ich steck mir die Waffe weg. Da ist es. Bleib stehen. Hier, hallo. Nein. Hallo. Nein, mein Auto. Hey, oh Gott. Bleib stehen. Oh. Der macht immer Qualm. So, jetzt aber.
Ja, dann treffen wir uns mal. Oh, mit Ward. Oh Gott, oh Gott. So. Achtung. Oh Gott, oh Gott. Alles kaputt. Scheiße. Die Performance hier ist irgendwie in der Innenstadt ein bisschen schrecklich. Ich gebe mal gerade Gas, dass wir hier rauskommen. Hier geht's wieder. Das ist komisch. Also stellenweise ist das echt schwierig. So. Ah ja, die Minimap hat ja sowieso hier lang gezeigt. Ich dachte, die wollte, dass ich da irgendwie quer durchfahre. Weiß ja nie. Oh Gott, splendid. Hoch, ne? Yo. Oha. Nicht zu viel rutschen. Oh, da warst du schon. Tut mir leid. Der Schaden war schon. Das ist doch der Rocksender, den ich mal eingestellt hatte. Klingt auf jeden Fall ordentlich. So, ganz vorbildlich geparkt. So muss das. Ich stehe halt im Parkplatz drin. Cool. Lesen. Was haben wir denn hier? Slavoj McAllister wieder in den Schlagzeilen. So. War das hier, wo wir uns mit Takemura getroffen haben? Ja, ne? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Das ist schon wieder was her. Retro. Na gut, dann treffen wir uns mal mit ihm. Ich glaube, hier will dich jemand sprechen. Frag mich weswegen. Bist du River Ward? Ja, bin ich. Wie, richtig? Mein Partner, Detective Hahn. Okay, danke für das Treffen. Neuerdings auf Schmusekurs mit Söldnern? Halt mal den Ball flach. Ich will nur hören, ob es irgendwas Neues zu Ryans Tod gibt. Ryan? Immer noch? Der Boss hat doch gesagt, du sollst es gut sein lassen. Du weißt, er hasst es, sich wiederholen zu müssen. Und falls dir der Boss am Arsch vorbeigeht, hör wenigstens auf deinen Buddy. Lass es gut sein. Mach doch gar nichts. Sitz nur hier. Lauf Kaffee und hör mir Tratsch an. Okay. Mach, was du willst. Aber lass mich aus der Sache raus. Ich muss eh meine Tochter abholen. Und ihr zwei solltet euch eine ruhige Ecke suchen. Nicht, dass jemand mithört. Jo. Jo, ist ja recht chillig hier. Setzen. Der Panda mag keine Edge-Runner. Hinsetzen. Was wolltest du dem Bürgermeister sagen? Detective Hahn mag wohl keine Edge. Nimm einfach das. Nimm's nicht persönlich. Er mag niemanden besonders. Nur seine Tochter. Mhm. Nun, was willst du? Vor dem Anschlag wolltest du mit Ryans Leuten reden. Ihnen irgendwas sagen. Was war das? Weißt du was? Hahn hatte recht. Hier gibt's entschieden zu viele Ohren. Mein Wagen steht draußen. Okay, klar. Jo. Dann schauen wir doch mal. Aber wir hatten da so schräg geparkt, sag mal. Oh. Da liegt viel Zeug rum. Ah, der fährt auch so einen geilen. Nice. Okay. Einfach mal warten. Ein paar Jungs vom Revier haben Howard in Arroyo gesehen. Oh. Hat auf Tonnen geschossen und von dem Treffen mit Ryan gefaselt. Haben ihn festgenommen. Hm? Wen? Peter Horvath. Der Cyberpsycho, der Ryan später angegriffen hat. Haben ihn nach Downtown gebracht, aber dann kam er ihnen abhanden. Hm. Also hast du eine Bedrohung in ihm gesehen und wolltest Ryan warnen? Nur so, weil du ein herzensguter Mensch bist? Das klingt ja so, als müsste ich mich dafür schämen. Das nicht. Ist nur heutzutage ziemlich ungewöhnlich. Jo. Du sagst, er kam abhanden. Was soll das bitte heißen? Das heißt, irgendwer wollte verhindern, dass er hinter schwedische Gardinen kommt. Bevor du fragst, nein. Ich weiß nicht mehr. Jetzt hab ich mal eine Frage.
Warum interessiert sich Perales plötzlich dafür? Und warum auf inoffiziellen Weg? Ja, sagen wir mal das. Vielleicht hat Perales Angst. Angst wovor? Dass er einmal im Amt auch so endet wie sein Vorgänger? Ich hätte keinen Bock darauf. Jo. Wie sagen wir mal das? Ich schätze, Perales will Holt diffamieren. Glaubt, Holt steckt mit drin? Selbst wenn nicht, ein ermordeter Bürgermeister macht sich nicht gut im Lebenslauf des Stellvertreters. Jo. Sagt dir das Red Queen's Race was? Weißt du, was das ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hat das was mit Ryans Tod zu tun? Er wollte da an dem Tag hin, als er starb. Okay. Wir besuchen meinen Informanten. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein schicker Club ist. Weiß aber nicht, wo. Mein Informant könnte es wissen. Danach gehen wir zu Howards Arbeitgeberin. Ja, wir reden zuerst mit ihr. Wie du willst. Erstmal allgemein. Warte mal. Wir? Dieser Fall lässt mir einfach keine Ruhe. Er wurde viel zu schnell abgeschlossen. Oh, was denn? Du machst deinen Job. Ich sammle genug Beweise, damit mein Chief den Fall wieder aufrollt. Win-win. Also, wohin zuerst? Ja, erstmal mit dem Informanten, würde ich sagen. Informanten. Der Club hat Priorität. Meinetwegen. Fangen wir damit an. Mann, sind das viele Knöpfe. Oh. Okay. Was ist das denn? Kann man bestimmt irgendwas machen. Bestimmt irgend so eine Nebenaufgabe oder so. Oh, ich bin ja ziemlich verdreckt hier. Super Wetter, nicht? Super Wetter. Aha. Rede du mit ihm. Ich warte draußen. Sag ihm, Igor lässt grüßen. Er wird es verstehen. Jo. Okay. Da, den sind wir, glaube ich, auch schon mal gefahren, ne? Der sah ja doch sehr interessant aus. Jo. Er ist dein Informant. Kennt mich nicht. Bei unserem letzten Treffen lief es nicht so gut. Für ihn. Wie er verraten hat, hat es erfahren. Ich glaube, ohne mich kriegst du mehr aus ihm raus. Jedenfalls ohne Nachzuhelfen. Okay. Wer ist der Typ? Der stolze Besitzer. Hat illustre Kunden und ist schrecklich neugierig. Weiß über alles und jeden Bescheid. Außerdem ist er ein Feigling. Perfekte Kombo. Dann. Okay, dann warte ich. Los geht's. Dann gehe ich doch mal rein. Open, Okay. Okay. Ja. Super. Dann rede ich mal mit dem. Willst du dich inspirieren lassen oder suchst du was Bestimmtes? Hier bist du auf jeden Fall fündig. Jo, Moment. Das Tagebuch der Watson War. Okay. Kennen wir, glaube ich, auch schon. Meine ich schon mal gelesen zu haben. Runterlehnen. Erstmal das. Ich suche einen Club. Red Queen's Race. Ich an deiner Stelle würde mir lieber was Gastfreundlicheres suchen. Das Lizzie's in Kabuki zum Beispiel. Oder das Clouds in Japantown. Ich will eine Adresse. Der Club ist nur für geladene Gäste, okay? Wer die Adresse nicht kennt, ist da nicht willkommen. Igor lässt grüßen. Fuck, nein! Ich hab gesagt, ich bin raus! Gedrückt halten. Ja, Moment. Lass dich in Ruhe, wenn du mir die Adresse gegeben hast. Ah, super. Hallo, hier. Verpiss dich! Ganz ruhig. Ich hab
Nur eine Frage. Hier gibt's nichts zu sehen. Na los, verzieh dich! Lass mich in Ruhe, Mann! Du kannst mich zu nichts zwingen! Niemand wird erfahren, dass du uns geholfen hast. Wir könnten dich zwingen und das werden wir. Gib mir die Adresse und wir sind weg. Das ist nicht witzig! Ja gut, das ist ja schon mal schiefgegangen, hat er gesagt. Red Queen's Race. Die Adresse. Dann sind wir weg. Hab ich schon mal gehört. Dann sind diese Wichser aufgekreuzt und haben mir die Finger gebrochen. Nee, das machen wir nicht. Wir machen das erst. Da gab es mich noch nicht. Jetzt schon. Ich beschütze dich. Wenn jemand fragt, sagen wir haben die Adresse einer Leiche gefunden. Okay. Der Laden liegt außerhalb der Stadt am Fluss, nahe Bonita Street. Du warst dort? Für ein paar Lieferungen. Ware, manchmal Leute. Aber was ihr da wollt, ist mir schleierhaft. Club ist leer. Haben ihn dicht gemacht. Dicht gemacht? War das vor oder nach Ryans Tod? Kurz danach, glaube ich. Danke, Nia. Gut. Schissenes Pech. Ja. Würde ich mal sagen. Sieh an. Das nenne ich mal einen Durchbruch. Sieht vielversprechend aus, aber wir sollten trotzdem zum Markt fahren. Markt? Horvaths Boss. Gehst du hin? Ich bin hier. Also, was ist dann passiert? Horvaths Boss. Ist eine gute Spur. Die sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Dann machen wir das. Okay. Fahren wir zu deinem Markt. Nehmen wir mein Auto? Ja, machen wir, komm. Ja, gerne. Ich fahre ja oft genug rum. Und los geht's. Die Nanobienen haben mehrere Gebäude und Fahrzeuge befallen und dadurch zahlreiche Unfälle verursacht. Das Leder? Sieht gut aus. Die Bürgermeisterin Mailand, Lorenzo Ricci, hat die Bildung einer Untersuchungskommission angekündigt, um die Ursache des Phänomens zu ergründen. Wollten Sie schon mal Staatsoberhaupt sein? Jetzt haben Sie die Chance. Der Luxusgrundbesitzer Atoll bietet derzeit wieder 15 künstliche Inseln zum Verkauf an. Erhältlich künstliche Inseln. Sofort. Jede Insel ist mindestens 8 Quadratkilometer groß und hält an seinem Fundament einem Erdbeben bis zur Stärke 8 statt. Da sie sich in internationalen Gewässern befinden, unterliegen sie nicht der Gerichtsbarkeit anderer Nationen. Das ist schon krass. Die Eigentümer können also ihre ganz persönlichen Gesetze festlegen. Für weitere Informationen, ich glaube, das gibt es ja heute schon, also künstliche Inseln teilweise. So ein bisschen zumindest. Ich weiß es gar nicht, wie groß die so sind, aber ich meine da schon mal was gehört zu haben. Danke fürs Einschalten, Night City. Das ist schon krass. Sieht schon nice aus. Immer wieder hier. Gefällt mir. Wird nur noch fehlen, dass man sich so, keine Ahnung, Apartments kaufen kann oder sowas. Das wäre auch krass. Du sagst sehr wenig. Naja, gut. Wir springen mal zum Ziel. Cherry Blossom Markt in Japantown. Macht 90% der Arbeit eines Detectives aus. Aber das weißt du ja schon. Hübsch. Ist echt ein Naturtalent, W. Danke, danke. Und woraus bestehen die restlichen 10%? Berichte schreiben. Mhm. Und? Mit wem wollen wir hier reden? Cyberpsychos Boss, richtig? Christine Markov, 42. Laut Akte Horvaths einzige Arbeitgeberin. Auch sein einziger Kontakt. Komm, weh. Gut, dann schau doch mal. Und der ist völlig durch. Sehr hübsch. Hanam hat mir geschrieben. Da ist mir sogar die Gesellschaft dieses bockigen Mistkerls lieber. Du weißt, wen ich meine. Außerdem habe ich den Eindruck, dass er sich langsam ein wenig entspannt. Dass ihm klar wird, dass seine Meinung nicht die einzige ist, die zählt. Das wird uns gut tun. Du hattest recht, wie. Es tut mir gut, wieder bei meiner Familie zu sein. In Night City war ich der einsamste Mensch der Welt. Ähm.
Willst du mich neidisch machen? Das stimmt schon. Ja. Willst du mich neidisch machen? Das stimmt schon über Night City. Wenigstens... Oh, Moment. Oh Gott, da kommt eine ganze Menge. Wenigstens habt ihr euch gegenseitig. Ich gebe es ja zu. Klingt verlockend. Also, ist Panama offiziell wieder eine White? Hm? Irgendwie fühlt sich das alles noch nicht echt an. Ich gebe mir erstmal meine Probezeit. Ich kann nicht erwarten, dass sich alles... von jetzt auf gleich verändert. Aber ich habe das Gefühl, dass es besser wird. Du weißt ja, wo du uns findest. Du warst für uns da, als wir Hilfe gebraucht haben. Du bist immer bei uns willkommen. Naja, ich gehe dann mal, bevor die sich alle zusaufen oder irgendein Wettrennen veranstalten. Mach's gut, wie. Jo, sehr schön. Da haben wir unsere Verbündeten. Wer weiß, vielleicht wird uns das noch helfen. Ist das eigentlich... Ja, so ein Glasdach drüber. Echt schön. Also, ist nicht so... Keine Ahnung, nach wem wir suchen. Wir müssen rumfragen. Ich fange links an, du rechts. Jo, oh, okay. Die Verkäufer. Kann ich mit dir... Ja? Christine Markov. Kennst du sie? Hat hier einen Stand. Kenn ich nicht. Ist doch hier kein Kuschelverein. Ja, ja, ja. Reg dich ab. Christine Markov. Bist du Christine Markov? Nein, aber ich kenne sie. Hab den Textstand auf der anderen Seite. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich schlängel mich mal hier durch. Ja, Achtung. Guten Tag. Du musst hier weg. Danke. Christine Markov, wir haben ein paar Fragen. Oh. Seid ihr Bullen? Wilfer, hat dich aus dem... Was? Ich habe dich aus den Augen verloren, aber ich habe Christine Markov gefunden. Also warte jetzt auf dich. Aha. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Wir sind wegen... Ja, sind wir mal direkt. Wir brauchen Infos über Peter Horvath. Soll hier gearbeitet haben. Ja, hat er. Bis er nicht mehr gearbeitet und nur noch Reden geschwungen hat. Hat er gut verdient? Oder hier gut verdient? Wann hat sein seltsames Verhalten angefangen? Wann hat das seltsame Verhalten angefangen? Das Wort seltsam hat bei ihm nicht dieselbe Bedeutung wie bei anderen Leuten. Horvath war nie völlig normal. Okay. Und wenn man den Horvath vor der Haft mit dem danach vergleicht, beides irre, aber beide anders. Hat Horvath hier gut verdient? So viel wie sein Chrom wert war, hätte er den ganzen Markt kaufen können. Hat massig Kohle verdient, klar. Verdammter Millionär, wie wir alle hier. Woher hatte er dann die Eddies? Weißt du was? Wenn ich das wüsste, würde ich hier keinen Scop anhaben, dich zu verscherbeln, sondern im eigenen AV schnurstracks von hier verschwinden. Mhm. Peter tauchte eines Tages damit auf. Völlig aufgedreht. Ihn gefragt, woher er das Zeug hat. Er meinte nur, endlich hat einer seinen wahren Wert erkannt. Dann hat er eine seiner Tiraden losgelassen. Okay. Was für Reden waren das? Ryan. Konzerne haben ihn bei den Eiern und trotzdem hat er mich gefickt. Sein Motto. Was hatte er gegen den Bürgermeister? Ha, Sinn und Verstand bei diesem Verrückten? Der dachte bestimmt, Ryan spricht durchs Fernsehen zu ihm, macht ihm Versprechen und hält keins. Hört zu, ich habe euch gesagt, was ich denke. In Horvaths Augen waren alle hinter ihm her. Allen voran Lucius Ryan. Okay. Irgendeine Verbindung muss es zwischen ihnen geben. Gab es in seinen Augen noch jemanden, der es auf ihn abgesehen hatte? Machen wir das. Und wer war in seinen Augen sonst noch auf Horvath aus? Außer Ryan? Die Präsidentin, schätze ich. Dann Arasaka. Erst der Alte. Und als der starb, war sein Sohn an der Reihe. Wer das alles, Detectives? Ihr vertreibt meine Kunden. Jojo. Endlich hat einer seinen Wert erkannt. Horvath hatte Helfer. Hätten wir uns denken können. Viel haben wir nicht erfahren. Machen wir das. Hätten wir uns denken können. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Und wichtig, Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Der Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Mhm. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird? Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist davon. Unterstützt aber meinen Standpunkt.
Jo. Großartig. Lass mich das machen, weh. Oh, nee, ne? Oh. Abmarsch, Luck. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Gentlemen, bitte, beruhigt euch. Warum haben die keine Stimme? Was ist da los? Spring, Clown, spring! Ich mach das mal. Ah, stimmt irgendwas noch nicht. Was deine Karre, Dreckspulle! Hauen die mal ab. Ja, wenn man so entschärfen kann. Hast du Probleme mit allen oder nur den Tigers? Hier unterwegs zu sein ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Gut, dass keiner gestorben ist. Weniger Papierkram. Jo. Okay, auf zum Red Queen's Race. Bist du mit mir? Ja, warum nicht? Klar, ich fahr bei dir mit. Können wir so belassen. Wer weiß, was passiert. Ich würde aber sagen, liebe Leute, bevor wir einsteigen, sind wir erstmal am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.